Reine Routine. Also wieder über die Brücke, ja. Danke fürs Halten. Und keiner. Los. Ja. Du kannst auch hupen. Ja, komm. Ja, ich bin falsch gefahren. Ja, gekonnt Handbremse und späte Kehrtwende. Absolut geplant, absolut gewollt. War nur zu Vorführungszwecken, genau deswegen bin ich in die falsche Richtung gefahren. Herr Polizist, was tun Sie da? Weiß es nicht, aber schalte mich mal ins Tempo lieber. Wisst ihr, Polizisten hier sind ganz schön nervig. Ich finde die Musik genial. Dann links und dann immer geradeaus. Ich glaube nicht, dass im ersten Laden schon was passiert. Ja, doch ein bisschen sehr auffällig. Ups. Jetzt war einfach in eine andere Richtung. Das ist mega. So. Gucken die denn alle hier? Kann doch nicht wahr sein. Oh, nee. Drüben soll man halten. Hat das die Basis hier auf der Seite? Okay. So, wir warten da mal schön hier draußen. Ja, ein bisschen umgucken hier. Davon Remake, ey, das wäre echt mein Traum. Würde ich sofort kaufen. Würde ich blind, würde ich das bestellen. Ach, da ist er schon. Ah, Pompeba, da waren wir doch vorhin. Also vorhin vor ein paar Tagen, als wir noch Taxi gefahren sind. Das ist unser Coin hier. Ich hätte mal gar nicht probiert, ob wir Fußgänger befahren können. Ist hier ein Polizist irgendwo? Nö. Sah jetzt nicht so aus. Hätte vielleicht mal stehen bleiben sollen, aber egal. Da schiebt den Kleinen auch gleich die Brücke hoch, ja. Könnte ziemlich lange geradeaus fahren. Hat gerade jemand geschossen? Ich weiß es nicht. Ja, ja, das muss ja mal durch, Mensch. Oh, Werbung von einem Saloon. Oh ne, das machen wir jetzt mal nicht, das machen wir später mal. Wir gerade ausfahren einfach, das geht. Da werden wir 100 Pro nochmal lang müssen. Ich kann mich sehr stark daran erinnern. Dass das eine sehr gute Fluchtmöglichkeit in irgendeiner Mission ist.
Und ich da zigmal geschafft habe, mein Auto auf den Kopf zu legen. Dann würde ich sagen, machen wir das erstmal ein bisschen später. Eule, was stehst du denn da auf der Straße rum? Meine Güte. Unglaublich, ey. Richtig unglaublich. So, wo die Pompeii Bar ist, das wissen wir ja. Warum hier? Und weg hier, wir haben zu tun. Rüstung ab jetzt! Mein Gott, Vorsicht! Komm mir weg hier! Oh, es sieht alles ruhig aus. Ah, da kommt er auch schon. Sehr, sehr, sehr schön. Dass alles klappt, wie es soll hier. Okay. Dann fahren wir hier dann nochmal rechts und dann nochmal links und dann die Bahn nach. So. Und dann links, also Richtung Flughafen einfach. Genau, da passt das ja alles jetzt. Schöne gemütliche Fahrt raus zum Motel. Und dann sammeln wir mal die letzte Kohle ein hier. Ja, komm, mach Platz her. Immerhin sind wir in Salaris Auftrag unterwegs. Da sollte man sich schon überlegen, ob man mir die Vorfahrt nimmt oder nicht. Ja. Darf ich ja noch nicht lang? Ah, doch, ich darf. Auch wenn die Autos ja einfach aus dem Nichts aufploppen. Dürfte man hier nicht so schnell fahren, wie man will? Ah, der lebt, glaube ich, eh gleich. Erstmal. Nicht auf der Karte. Na gut. So geht's auch, ne? Weiß gar nicht, ob das auf der Faltkarte war, das glaube ich alles drauf hier. Aber mal raus hier, können wir die Karre mal ausfahren. Ich weiß, wenn man hier relativ weit rausfährt, lädt der irgendwann. Da müsste man hier glaube ich nach links fahren. Irritiert mich ein bisschen, dass ich die Karte nicht sehen kann. Aber wir haben ja die Minimap oben. Ich denke mal, die geht auch. Na, guck mal, da sind wir noch schon. Warte hier auf uns, Tom. Wir sind gleich wieder zurück. Okay. Los geht's. Ganz entspannter Job hier. Da gewinne ich eine Fluppe. Ah, perfekt. Na, no smoking, so simple. Vorschläge. Ja. Jetzt muss ich kurz Nase putzen. Tut mir leid, ich kann mich leider nicht muten. Oh doch, kann ich. Moment. Oh oh.
Scheiße! Bastarde! Tom, mich hat's erwischt! Ah, tut das verdammt, weh! Verdammt, Polly! Sag Salieri, dass der Laden von jetzt an uns gehört. Capisci? Komm bloß nicht wieder, oder dir geht es schlimmer als deinen beiden Freunden. Hol Sam! Scheiße! Die wollen Informationen aus ihm rausprügeln. Hol ihn da raus! Aber du musst zu einem Arzt. Das kann warten. Hol zuerst Sam. Okay. Scheiß auf die Routine. Ich würde sagen, wir regeln das jetzt mal. Ja, das war schick. Mit dem zurückfahren kann. Oh, ich erinnere mich gerade an was. Hinten ist ein Köter. Der hat mir mal richtig übel Damage gemacht. War er doch nicht schon rum? Nein, nicht nachladen! Ja, dann kann man nicht, oder? Okay, jetzt bist du tot. Das ist zu scheiße. Okay, okay. Schon wieder, ist schon wieder extrem laut, oder? Das ist nervig hier mit dem. Das ist jetzt einfach so. Nein! Hat nicht nachladen! Ah, ich Idiot! Du bloß noch 6 Schuss. Das wird mir noch ein paar Mal passieren. Etwas auch zu? Müssen wir da hochklettern? Ach, mit E, okay. Durch den Gold. Ja. Natürlich die Thompson. So, hier ist zu. Ja, was kann man da quasi rein? Uns lauter Schritte. Klingt, als würden sie hochkommen. Ne? Hier unten. War das Ding schon? Ja. Zum Schluss. Nö, kitzel ein bisschen. Wow. Oh, okay, doch, tat weh. Uiuiui, ich hab vergessen. Das ist echt nicht so einfach war. So, die machen wir ein paar Schuss mehr. Ach, komm schon. Ja, genau das ist mir nämlich immer passiert, ey.
So nicht. Ach Kacke, wieso trifft denn? Verdammt! Das ist ja jedes Mal woanders. Blöde Fisch. Jetzt wollte ich wollte gerade schon wieder nachladen, wo ihr merkt. Ich hätte gern Quick Save. Gold hätte ich gern. Natürlich die Thompson. Tasche nicht mitnehmen? Wo kommen die denn her? Was war das denn? Wo waren die jetzt auf einmal oben? Ich lade nochmal nach, vorsichtshalber. So, fünf. Okay, ich weiß gar nicht, ob es. Doch, es gibt da aber Möglichkeiten, sich zu heilen. Hier, da. Das für ein Motel ist ja widerlich. Weiß nur nicht mehr, in welcher Form. Hier gibt es auf jeden Fall Thompson Muni. So. Steh auf, es ist vorbei. Die haben echt gute Arbeit geleistet, Kumpel. Los geht's. Es ist nichts. Das wird schon werden. Der Doktor flickt dich schon wieder zusammen. Du bist doch zäh wie Leder. Ja, du bist tot. Oh, fuck. Oh, scheiße. Der Blödsinn. Alter. Das war's. Ich bring dich zurück ins Auto. Alles kommt wieder in Ordnung. Nicht bewegen, Drecksack. Oder dein Schatten kriegt Löcher. Komm schon. Versuch's doch. An mir kommst du nicht vorbei. Klar, Kumpel. Ah, nur die Ruhe. Alles ist okay. Geh einfach. Kein Problem. Versuch's doch. Ich glaube, wir werden's versuchen. Hat unsere Kohle. Schnapp ihn dir! Bleib da! Ich muss mal ganz kurz was erledigen. Uah, bloß 15 HP. Wir sollten also eventuell eine Unfälle bauen. Eieiei, man kann aus dem Auto nicht schießen, oder? Ach,
kann man. So, bloß da, wo er wirklich hinschießen kann. Schon, ich weiß, das ist ganz Auto. Ne, ich geh ein bisschen berghoch, ne? Die Hütten kommen nicht mehr aus der Suppe. Shit, ey. Aber immer noch 15 AP. Bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Ach, komm schon. Ja, kann man platte Reifen schießen? Steuerung ist schon klein bisschen frickelig. Wirst du wohl. Weiß gar nicht, ob wir dem hinterherfahren müssen oder ob wir den überhaupt so erledigen können. Steuerung ist schon echt. Jetzt steigt aus. Nein, ich will einsteigen! Ja, soviel zu dem 15 AB. Ich glaube, wir müssen einfach nur sein Auto treffen oder ihn zum Stehen bringen. Ja, komm schon. Otto, ich will ein. Und hier schon zum Stehen kriegen wir natürlich optimal. Otto, fahr! Otto! Oh, jetzt haben wir keinen Schwung, ne? Jetzt holen wir hier nicht ein. Oder doch? Ja, er da steigt aus. Der ist auf der Fenster ausgekurbelt. Steig aus! Noch näher, aber dir gleich. Wenn das der Alltag ist, frage ich mich, wie der nächste Job aussieht.
Intermezzo, okay, Intermezzo 1. Es geht schon weiter, das ist ja geil. Ich dachte, wir müssen den noch zurückfahren. Uiuiuiui. So bin ich da reingekommen. In der einen Minute ein Taxifahrer, in der anderen ein geachteter Mafioso. Hat es hier nichts ausgemacht, Menschen zu töten? Normalerweise haben die Leute damit ein Problem. Wissen Sie, ich gehöre nicht zu den Leuten, die gierig nach Blut sind. Ich brauche keine Gewalt in meinem Leben. Und ich suche keinen Ärger. Aber ich habe auch keine Gewissensbisse. Die wollten uns übers Ohr hauen. Also mussten wir ihnen zuvorkommen. Keine Ausreden. Es war mir egal. Das Schicksal anderer hat mich nicht interessiert. Alle sagten, Geschäft ist Geschäft und die Familie hält zusammen. Anders als alleine zu leben und niemand gibt einen Cent um dein Leben. Plötzlich wirst du von allen Leuten, die du triffst, respektiert. Jeder weiß, dass du ihm helfen kannst, aber ebenso gut sein Leben zerstören kannst. Und jeder versucht, sich bei dir beliebt zu machen. Und was ist mit der Polizei? Sind die einfach wieder abgezogen nach so einem Massaker? Einfach so? Hatten sie keine Probleme damit? Sie sind Polizist. Sie sollten's wissen. Sie wissen, dass die Mafia die ganze Stadt kontrolliert. Die Salieri-Familie verdient jedes Jahr über 25 Millionen. Die Zeitungen waren voll davon. Aber niemand hat etwas gesehen, wenn ihm sein Leben lieb war. Wir haben den Bürokraten 6 Riesen im Monat gezahlt. Ihre Bosse bekamen Alkohol zum Einkaufspreis und zusätzlich Prämien von Salieri und Morello für besondere Jobs. Verfahren eingestellt, aus Mangel an Beweisen. Die Bullen haben für uns ganze Lieferungen Alkohol transportiert. Ich nehme an, Sie haben etwas davon gehört. Und was war mit Ihren 2 Freunden? Denen ging es besser, als man denken sollte. Salieri hatte einen guten Arzt für seine Jungs. Der hat niemals zu viele Fragen gestellt. In ein paar Wochen waren sie wieder gesund und munter auf der Straße. Der Einzige, der uns Sorgen gemacht hat, war Morello. Er wollte der große Fisch sein. Das konnte Salieri nicht zulassen. Salieri hatte nicht vor, die 2. Geige zu spielen. Wissen Sie, ein Mann wird ein Dorn, weil er gierig nach Macht ist. So ein Mensch kümmert sich nur um seine eigenen Gesetze. So läuft der Hase, Detective. Und so ist er sein eigener Boss. Unabhängig von der Polizei, vom Staat, von allem. Deshalb wird ein Mensch zu einem Dorn. Salieri und Morello wollten beide alles. Sie haben sich immer gegenseitig bekämpft. Aber sie wussten beide ganz genau, was auf dem Spiel stand. Der große Unterschied zwischen ihnen lag in ihren Methoden. Ich habe eine Geschichte über Morello gehört. Wir kriegen eine Geschichte. Es tut mir leid, Sir. Ich du Idiot. Wollte das nicht. Weißt du, was du getan hast? Weißt du, was so ein Wagen kostet? Ich bin langsam gefahren, Mr. Morello. Ich weiß nicht, wie... Willst du etwas sagen? Dass ich in deinen Wagen gefahren bin? Nein! Sir, ich wollte nur... Ich wollte... Es ist... Nein, Sir! Kein Bastard fährt mir in den Weg! Sehr, sehr, sehr nette Persönlichkeit, der Morello. Aber eine geile Karate. Eine richtig geile Karre. Salieri hat sich als Geschäftsmann Respekt verschafft. Jeder wusste, dass er nichts vor ihm zu fürchten hatte, solange man tat, was er wollte. Sie wussten, dass sie zu Mr. Salieri kommen konnten, wenn sie etwas brauchten. So hat sich Salieri Freunde gemacht, hat oft Leuten bei verschiedenen Problemen geholfen und hat das Gleiche von ihnen erwartet. Wenn ihn jemand hinterging, brach er eine eiserne Regel. Und jeder wusste, was passieren würde. Morello war nur ein mieser Bastard. Er hat seine Macht mit Gewalt aufgebaut. Selbst seine Freunde hatten Angst vor ihm. Die meisten haben versucht, ihm aus dem Weg zu gehen. Fairplay, 1932. Hör zu, Tommy, ich habe einen riskanten Job für dich. Ich wüsste keinen besseren für den Auftrag als dich. Du bist ein guter Fahrer und du hast Erfahrung. Also, kurz gesagt, morgen fahren die besten Wagen ein Rennen auf der Rennstrecke. Und ich habe auf einen Jungen gewettet, der bislang einer der Favoriten war.
Ich habe ihm bei seiner Karriere ein wenig geholfen. Ich mag schnelle Autos und habe mir gesagt, dass ich bei dieser Investition etwas verdienen könnte. Du verstehst. Jetzt sagt Ralf mir, dass irgend so ein Europäer rübergekommen ist, dessen Wagen mit Sicherheit gewinnt. Ralf kennt Autos, dafür hat er ein Händchen. Aber sonst ist er ein kompletter Idiot. Hätte er das nicht sagen können, bevor ich auf den Jungen gewettet habe? Aber trotzdem, was zum Teufel hat ein Typ von Gott weiß wo hier zu suchen? Das sind amerikanische Rennen. Der Consigliere hier und ich haben überlegt, was man tun kann, weil viele von unseren Jungs auch auf ihn gewettet haben und bestimmt nicht glücklich sind, wenn sie alles verlieren. Und wie würde ich dann dastehen? Wie ein Vollidiot, Tommy. Das kann ich nicht zulassen. Oh, da können wir doch sicherlich helfen. Wir haben den Consigliere gefragt, was wir tun sollen. Wenn ihm etwas zustoßen würde, das wäre nicht mein Stil, kein Fair Play. So kann ich meinen Sieg überhaupt nicht genießen. Ralf hat gesagt, er kennt jemanden, der die Werkstatt auf der Rennstrecke bewacht. Dahin gehst du heute Nacht und bringst den Wagen von diesem Europäer zu einem Mechaniker. Aber der kennt sich mit solchen Maschinen aus. Er kümmert sich um ihre und dann verbessert er unsere. Sobald er damit fertig ist, bringst du den Wagen zurück. Es ist wichtig, dass der Wagen wieder zurück ist, bevor es jemand bemerkt. Und fahr den Wagen bloß nicht zu Schrott. Oder lass dich von den Bullen schnappen. Verstanden? Ja, Boss. Wenn du das schaffst, kriegst du natürlich einen Teil des Gewinns, klar? Jetzt geh. Ralf sagt dir, was und wo. Ich hab da eine technische Frage. Was ist Salieris Definition von Fair Play? Beeil dich, Tom. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, klar. Na, wie steht's? Nicht jetzt, Tommy. Ich hab zu tun. Wird dann nicht. So, wir dürfen uns erstmal bei Nacht raus. Ralf? Ralf, wo bist du? Ah, da unten ist Ralf. Na, Ralf, was geht? Hey, Ralfi, weißt du was Genaues über diesen Job? Sicher, Tommy. Du musst zur Rennstrecke fahren und dir den Wagen dort ausbauen. Mein Freund Bobby arbeitet dort. Geh hinten rum und auf dem Weg ist das Torhaus. Sag Bobby, dass Ralf dich geschickt hat. Dann führt er dich zum Wagen. Das ist mit ihm so ausgemacht. Und dann? Du musst ihn nur in die Werkstatt von meinem Freund Lukas Bertone bringen. Die ist in Newark unter der Giuliani Bridge. Werden sich ansehen und ein wenig dran rumschrauben. Dann bringst du ihn wieder zurück. Sollte ein Kinderspiel sein. Aber du musst vor 1.15 Uhr fertig sein. Dann wechseln die Wachen und könnten bemerken, dass jemand in der Nacht mit dem Wagen gefahren ist. Da darf nicht der kleinste Kratzer dran sein und geh den Bullen aus dem Weg, die dürfen dich nicht erwischen. Und wie komme ich dahin? Ja, da kann Ralf uns bestimmt auch helfen. Der Schrottkarre? Nee. Mal gucken, ob Vincenzo eine Waffe für uns hat, aber ich glaube, Vincenzo ist gar nicht da. Werde dich hier im Müll verbrennen einfach. Ja, mal schauen. Ach, zu. Ah, das ist eine der echt beschissensten Missionen im ganzen Spiel. So. Also ich habe hier was Neues. War keine große Sache, einen mitgehen zu lassen. Hier, steck einfach einen Draht hier rein, dreh ein bisschen und du kommst rein, wo du diese beiden Kabel verbinden musst. Okay. Ja, das dürfte kein Problem sein. Danke, Ralfi. Und spar bloß nicht am Benzin, Tom. Sieht gut aus. Ein Schubert 6 können wir jetzt klauen. Hier reinstecken, die Kabel verbinden. Jawohl. Ja, ganz easy, das kriegen wir hin. Dann sind wir zu der blöden Rennstrecke. Oh Mann. Die Mission nervt mich jetzt schon.